Einen Fahrradhelm zu tragen kann Leben retten. Aber Achtung, liebe Zuschauer, denn das reicht nicht aus, wenn der Helm nicht richtig zu dir passt und wenn er nicht richtig eingestellt ist. Deswegen zeige ich euch heute, wie man den richtigen Helm bzw. die richtige Helmgröße auswählen kann und den Helm später einstellen kann. Als allererstes, um den richtigen Helm auszuwählen, müssen wir unser Kopfumfang messen und das tun wir mit einem Maßband ungefähr 2 cm oder einfach 2 Finger über die Augenbrauen. Das heißt, wir legen den Maßband einmal rum und messen, wie viele Zentimeter Kopfumfang unser Kopf hat. Und dann nehmen wir den Helm, den wir schon ausgewählt haben, und schauen, für wie viele Zentimeter Kopfumfang der Helm angelegt ist. Hier haben wir zum Beispiel einen Helm für 54 bis 58 cm, was sehr gut passend zu mir ist, denn ich habe einen Kopfumfang von 56 cm. Wenn ihr aber zum Beispiel einen Kopfumfang von 58 cm seid und ihr seid somit zwischen zwei Helmgrößen, dann würde ich euch empfehlen, den größeren Helm zu nehmen. Denn so könnt ihr zum Beispiel eine Cycling Cap anziehen, wenn es etwas kälter ist und ihr könnt immer noch den Helm angenehm tragen. So, jetzt haben wir die richtige Größe ausgewählt und kommen nun zur Einstellung des Helmes. Und dafür müssen wir einigermaßen wissen, wie so ein Fahrradhelm aufgebaut ist. Wir haben die Sicherheitsgürten, die kennt jeder, denn sie sind bei jedem Fahrradhelm vorhanden. Aber die Sachen, die wir nicht so gut kennen, sind zum Beispiel hier einen Kopfring, der um den Kopf geht, und dieses Rädchen hinten, wodurch wir den Kopfring einstellen können. Als allererstes müssen wir den Kopfring einstellen, indem wir ihn rausziehen oder reindrücken. Das ist ganz wichtig für die Leute, die längere Haare haben, denn sie können den Zopf hier rausbringen und so ist ein Helm viel sicherer und angenehmer anzubringen. Danach müssen wir den Helm anziehen. Wichtig ist, dass der Helm nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne oder schief sitzen sollte. Er sollte ungefähr wieder 2 cm oder 2 Finger über die Augenbrauen liegen. Und danach können wir den Kopfring befestigen. Das machen wir hier mit dem hinteren Ring. Da können wir millimeterweise den Helm befestigen. Der Helm sollte so eng sitzen, dass er nicht runterfällt, wenn wir den Kopf schütteln. Aber er sollte immer noch sehr angenehm drauf sein, damit unser Kopfhaut immer noch genügend Blut bekommt. Danach müssen wir hier die Sicherheitsgürten einstellen und dafür haben wir an der Seite eine Einstelloption. Hier bei diesem Helm ist hier im hinteren Teil und da können wir die Gürtel so einstellen, dass diesen unteren Teil so ungefähr ein Finger breit unterm Ohrläppchen steht, damit wir immer noch etwas Platz haben, sonst kann das Ganze ziemlich unangenehm werden. Aber es sollte auch nicht so weit unten stehen, damit der Helm immer noch ganz sicher drauf ist. Danach können wir einen Helm zuziehen und hier unten sollten wir nicht so viel Platz haben, wie es im Moment der Fall ist, sondern wir sollten wieder ungefähr 2 Finger Abstand haben, damit der Helm sicher ist, beziehungsweise sicher auf dem Kopf bleibt. Aber damit wir immer noch ganz gut atmen können, auch wenn wir etwas außer Atem sind. Jetzt haben wir den Fahrradhelm richtig ausgewählt und richtig eingestellt. So sind wir sicher oder können sicher sein, dass wir bestens geschützt sind, wenn wir stürzen sollten. Wenn euch das Video gut gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen da. Und wenn ihr Fragen zum Thema Fahrradhelme oder zu allgemeinen Fahrradthemen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr unser Channel noch nicht abonniert habt, dann tu das jetzt. Das war's heute von mir, euer Santiago von Fahrradtech 6L.